Moin, moin und herzlich willkommen beim Kröpelinger. Was geht ab, Elite? Seid ihr mit mir am Start? Ich hoffe ja. Nochmal an all Schelms, du, ihr, die, wo kein Abo dagelassen haben. Bitte, tut mir den Gefallen für 2024, ehrlich, ohne Quark. Ihr tut euch selber nicht weh, ihr tut mir einen Gefallen, lasst ein kleines Abo da, einen Kommentar, ein Like oder sonstiges. Um was es mir jetzt wirklich geht, ist es heute sehr stürmisch. 80 bis 100 km/h und dazu Regen. Stellt euch darauf ein. Dann kommt noch der GDL-Streik. Wenn was kommt, dann kommt immer alles auf einmal. Ja, ist leider so. Zum Glück arbeite ich auch in dem Stadtteil, wo ich wohne. Also kann da auch hinlaufen. Und ja, ich hoffe, ihr habt es nicht so weit und so umständliche Wege und kommt dahin, wo ihr hin wollt. Ja, ansonsten weiß ich gerade auch nicht so, was ich nochmal sagen soll. Außer wie gesagt, es ist 80 bis 100 km mit Regen. Passt einfach auch auf euch auf und kalkuliert vielleicht ein bisschen mehr Zeit ein. Falls irgendwie Busse und Bahnen langsamer fahren durch Regen, durch Unfälle oder ähnliches. Ich gehe auch immer eine halbe, dreiviertel Stunde vor der Arbeit los, obwohl ich für den Weg vielleicht nur 15 Minuten brauche, circa. Ja. Nee, aber als ich da hier in meinen Analytics nachgeguckt habe und dann auf jeden Fall irgendwie gesehen habe, 5,5% mit Abo, top. Aber 95% ohne Abo ist natürlich sehr, sehr, sehr wenig. Ja, das tut mir dann schon weh. Aber wie gesagt, ich mache den Content für euch. Ehrlich, only one for you. Und von dem Punkt her, als Dankeschön für den Content, oder wie man es nennen mag, ja, ihr wisst schon, irgendwie ist meine, glaube ich, kann man im Gegenzug auch ein kleines Abo da lassen. Wie gesagt, das ist einmal den Abonnier-Button drücken, die Glocke auf, alle anklicken und jo, da bin ich auf dem Balkon offen kurz. Hier fliegt gerade alles rum. Naja, gut. Bleibt gesund, schreibt mir einen Kommentar, lasst einen Daumen hoch und wie gesagt ein Abo. Danke, euer Kröbelinger.